Ich freue mich sehr, dass du zur Verfügung stehst als Frauenverbinden-Mitglied und dich sofort bereit erklärt hast, mit natürlich deinem Schwerpunktthema Coaching und Ko Krisen, Umgang mit Krisen, mit schweren Krisen, die Auseinandersetzung damit, heute mit uns gemeinsam zur Verfügung zu stehen und dort bestimmt Fragen zu beantworten am Ende der einen Stunde, aber bis dahin einfach mit mir ein schönes Gespräch führst, beziehungsweise mein Anteil wird der kleinste sein, gehe ich davon aus, denn wir wollen ja ganz viel von dir lernen. Und Aber bevor wir wir. können uns auch ganz kurz, Maggie, also erstmal Ja? grüß Gott in die Runde. Ja. Aber wir müssen auch nicht eine Stunde reden. Also wenn Fragen da sind, dann können wir auch vorher Fragen zulassen, würde ich vorschlagen, Natürlich, oder? das machen wir sowieso. Die Frauen, unsere Frauen sind in der Regel so gepolt, dass sie jederzeit gerne Fragen stellen und auch ihr Wissen immer anreichern wollen. Also das, was mir wichtig ist, Tamara, dass du einfach ein Stück für die, die dich jetzt noch nicht kennen oder nicht kennen sollten, dass du dich vorstellst nochmal und etwas zu dir sagst. Ja, also mein Name ist Tamara Hietl. Ich freue mich sehr, dass ich das machen kann und wie Maggie schon gesagt hat, mein Wissen teilen, weil das mache ich in den letzten Wochen sehr viel, weil ich vor ja, jetzt schon fast 10 Jahren eine Krisencoaching-Ausbildung gemacht habe nach der Sinn- und Wertelehre von Viktor Frankl. Und dass das jetzt nochmal in dieser Weise so aktuell wird, das hätte ich mir natürlich nie träumen lassen. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Umgang mit Krisen. Ich bin also auch Autorin und Journalistin, bin eben aber auch Krisencoach und Beraterin, Consultant. Bin 56 Jahre alt, habe eine 16-jährige, fast 17-jährige Tochter. Und ja, bin alleinerziehende Mutter, weil ich meinen Mann verloren habe vor 5 Jahren an Krebs. Und das war auch dann am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe. Genau, ich habe damals nicht nur meinen Mann verloren, sondern ziemlich zeitgleich auch meine Mutter an Krebs. Und durch diese Krisencoaching-Ausbildung hatte ich sozusagen ein theoretisches Wissen um, wie man mit Krisen umgeht und auch durch meine Kunden. Aber ich hatte selber in dieser Form eine Krise noch nicht erlebt und habe mein Wissen dann sozusagen in Selbstanwendung trainieren können und bin auch jetzt wieder in der jetzigen Situation dankbar, dass ich da so viel trainieren konnte, auch wenn das etwas paradox klingt, aber es hilft. Genau, und ich teile das gerne, wenn ich dazu beitragen kann, dass Menschen irgendwie klarer und gestärkter und kraftvoller mit dieser wirklich großen und auch beispiellosen Krise umgehen können. Genau. Das ist ja auch der Ansatz, den wir bei Frauen verbinden immer wollen, tatsächlich voneinander, miteinander wachsen, voneinander lernen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du auch bei Frauen verbinden Mitglied geworden bist vor über einem Jahr, glaube ich, jetzt und uns da auch unterstützt mit vielen Dingen, die du, ja, die du tust und die dir wichtig sind. Und immer wieder auch mit Ideen auf mich zukommst. Also vielen Dank dafür schon mal Sehr, sehr an der gerne, Maggie. Stelle. Sehr gerne. Jetzt hast du ja schon dieses Stichwort, was wahrscheinlich keiner von uns mehr hören kann, richtig in den Mund genommen. Jetzt ist da diese Krise, die wir alle nicht kennen, mit der wir alle nicht gelernt haben, umzugehen, wo wir alle so ein Stück weit an Grenzen kommen, wo es Tage gibt, zumindest geht es mir so, da habe ich das Gefühl, ich habe die Situation, wie immer sie ist, besser im Griff oder auch nicht. Und dann gibt es Tage, da fühle ich mich ganz klein und einer Situation konfrontiert und ausgeliefert, wo ich so denke, oh Gott, war es jetzt ein Traum und kann ich jetzt aufstehen und dann ist meine kleine Welt wieder in Ordnung. Das hat dich dazu veranlasst, weil eben dein Buch spannenderweise in dieser Zeit selbst alle, wie du es neulich genannt hast, Bestseller-Autoren überholt gerade, weil eben Krise jetzt gerade auch ein gesuchtes Wort ist, nicht nur bei Google, sondern eben auch im Buchhandel, online wie offline, hoffentlich offline. Und du hast dir die
Mühe gemacht, um tatsächlich das Vorwort anzupassen an die neue Zeit. Und da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass es doch schön wäre, wenn du einfach ein Stück davon uns zur Verfügung stellst, bevor es online und in die E-Bücher geht, sodass, ins E-Book, ja. Genau, ins E-Book geht, sodass wir tatsächlich einfach eine gute Basis haben über das, was wir gleich besprechen wollen weiter. Ja, also das war so, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir verstehen das gar nicht, das wird jetzt wieder in einer Weise abverkauft, das Buch, und angefordert, weil das ja schon 5 Jahre alt ist. Also in großen Mengen, und das, was ich gut finde, weil ich weiß, dass das Buch wirklich helfen kann. Und wurde gefragt, ob ich nochmal ein neues Vorwort schreiben kann, also ein aktualisiertes in dieser Situation, die wir jetzt haben, für das E-Book. Das kann man natürlich nicht jetzt in das Hardcover so schnell, also nochmal neu drucken, das ist ein bisschen aufwendig, aber ins E-Book. Und das lese ich gerne vor, weil ich glaube, das eine gute Grundlage ist, um Fragen zu stellen und über Krise zu sprechen. Max Frisch hat einmal gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das ist natürlich angesichts der Corona-Krise wesentlich leichter gesagt als getan. Und doch, Max Frisch hat recht. Mein Buch ist ein gutes Beispiel dafür. Ein Beispiel dafür, wie ich eine Krise durch das Schreiben in einen produktiven Zustand transformierte, ihr damit den Beigeschmack der Katastrophe nahm und kraftvoll aus ihr hervorging. Eine Krise, die zu den größten Krisen meines Lebens gehört. Innerhalb von einem Jahr habe ich meine Mutter und meinen Mann verloren. Beide starben an Krebs. Als Anfang März 2020 die Corona-Pandemie in Europa ankam und unser Leben in einen Ausnahmezustand versetzte, starb mein Vater. Wieder eine Krise in meinem Leben, doch diesmal war sie anders. Meine persönliche Krise war eingebunden in die große gesellschaftliche Krise, die jeden betraf und mir die Möglichkeit des Abschiednehmens nahm. Die bereits geplante Trauerfeier musste aufgrund des Social Distancing kurzfristig wieder abgesagt werden. Der Trost, den die Gemeinschaft der Trauernden einem spenden kann, blieb mir also verwehrt. Darüber war ich im ersten Moment wütend, im zweiten noch trauriger, als ich sowieso schon war. Und im dritten Moment wusste ich, dass ich einen Weg finden würde, damit umzugehen. Ich wusste es deshalb, weil ich weiß, was eine Krise ist und die Erfahrung gemacht habe, wie man kraftvoll aus ihr hervorgehen kann. Damit wir Krisen meistern können, ist es wichtig zu verstehen, was eine Krise eigentlich ist. Denn sie ist weit mehr als ein unüberwindbar scheinendes Problem. Sie ist ein Ausnahmezustand, eine Unterbrechung der Kontinuität. Sie ist ein belastender, temporärer, in seinem Verlauf und seinen Folgen offener Veränderungsprozess. Eine Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass die vertrauten Bewältigungsstrategien, die wir bisher für das Lösen von Problemen parat hatten und die uns immer weitergeholfen haben, jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Jedem Menschen, jeder Gemeinschaft und jeder Gesellschaft ist es aber immer wieder möglich, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln und neue Ressourcen zu entdecken. Bewältigungsstrategien und Ressourcen, die uns stark machen können. Natürlich noch nicht in der ersten Phase einer Krise, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir unter Schock stehen und die Krise nicht wahrhaben wollen. In dieser Phase gilt es, die Schockstarre zu überwinden und die Krise langsam anzunehmen, sie in das Leben zu integrieren. Denn sie ist da, ob wir wollen oder nicht. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, das Beste aus ihr zu machen. Denn wir sind auf der Welt, um unserem Leben Sinn zu geben, auch in Krisenzeiten. Oder vielleicht gerade dann besonders intensiv. Der Anspruch, dass das Leben uns etwas zu bieten hätte, der Anspruch, dass es einen Garantieschein auf ein sicheres, gesundes
oder sogar glückliches Leben gibt, dieser Anspruch ist in Wahrheit ganz schön verdreht. Die Perspektive ist nämlich genau andersrum. Die Unsicherheit ist der Normalfall. Und zwar immer, nicht nur in der Krise. In Phasen aber, die über einen langen Zeitraum relativ stabil sind, bilden wir uns ein, wir seien sicher und unser schönes Leben würde immer so weitergehen. Doch das ist in Wahrheit eine Illusion. Viktor Frankl, nach dessen Sinntheorie ich die Zusatzausbildung zum Krisencoach gemacht habe, hat gesagt, das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nichts zu fragen. Er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten, das Leben also zu verantworten hat. Das zutiefst Befriedigende an dieser Form der Eigenverantwortung dem Leben gegenüber ist die Selbstbestimmtheit, die mit ihr einhergeht und die gerade in Krisen elementar wichtig ist. Denn diese Selbstbestimmtheit macht frei. Auch den Begriff der Freiheit hat Frankl so definiert, dass er uns gerade in Krisen wirklich weiterhelfen kann. Wieder Zitat Frankl: Die Freiheit des Menschen ist selbstverständlich nicht eine Freiheit von Bedingungen. Sie ist überhaupt nicht eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas. Nämlich die Freiheit zu einer Stellungnahme gegenüber all diesen Bedingungen. Zitat Ende. In dieser Freiheit zu etwas liegt der Schlüssel zum sinnvollen Umgang mit Krisen, auch der jetzigen Corona-Krise. Wie wollen wir uns zu dieser Krise stellen? Wir als Individuen, aber auch wir als Gemeinschaft. Es gibt drei Möglichkeiten, aus einer Krise hervorzugehen. Erstens die Wiederherstellung des alten Gleichgewichts. Zweitens eine negative Veränderung, die eine Fehlentwicklung zur Folge hat. Und drittens eine positive Veränderung, die durch eine sinnvolle Weiterentwicklung gekennzeichnet ist. Ich habe mich in all meinen Krisen immer für diese dritte Möglichkeit entschieden, nämlich die Kraft in mir zu entdecken, die mir hilft, an der Krise zu wachsen. Welche Haltung es dafür braucht und welche emotionalen und mentalen Werkzeuge wir dafür trainieren müssen, davon handelt mein Buch. Ich habe hier beschrieben, welche Mechanismen wir brauchen, um die Chance und den Sinn in der Krise zu entdecken. Denn nur so können wir sie in einen produktiven Zustand verwandeln und ihr damit den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. So viel zu meinem Vorwort. Vielen Dank, liebe Tamara. Bevor wir jetzt uns anschauen, wie wir tatsächlich diese unserer Krise vielleicht sogar was Positives abgewinnen, würde ich gern zurückkommen auf einen Abschnitt, den du gerade vorgelesen hast, nämlich, dass wir die erste Phase einer Krise, die Schockstarre zu überwinden gilt. Was würdest du denn sagen, in welcher Phase der Krise sind wir denn eigentlich? Beziehungsweise kann es unterschiedlich sein für uns alle? Ja, also das ist jetzt genau. Das ist jetzt natürlich unterschiedlich, weil wir auch unterschiedlich sind. Und ich glaube auch, weil wir unterschiedlich wahrgenommen haben, wann das losgegangen ist. Mhm. Ich würde sagen, dass wir aus diesem ersten Schockmoment jetzt raus sind. Mhm. Das würde ich auch sagen, gilt für die meisten, weil wir das natürlich auch mit diesem Schock, mit diesen drastischen Maßnahmen einfach so stark gespürt haben, mit diesen radikalen Maßnahmen. Wegen den Sachzwängen quasi, die man... Ja, und mit, genau, also mit der sozusagen mit diesem Lockdown, mit der massiven Einschränkung unseres normalen Alltages, also auch mit den Reaktionen der Politik, mit diesen immensen Geldern, die da jetzt locker gemacht werden, mit dem Spüren, dass man also irgendwie in dieser Situation sehr schnell erstmal irgendetwas machen muss und reagieren muss. Das Problem ist, dass das spüre ich oder habe ich so für mich gespürt, als es losging letzte Woche nach dem Motto, es wird jetzt gelockert, wir versuchen mal, wir haben jetzt die Zahlen einigermaßen stabil, aber es ist trotzdem fragil, dass das so eine Erleichterung ausgelöst hat, die gleichzeitig die Gefahr birgt, dass wir
denken, es ist irgendwie schon ein bisschen überwunden, weil wir diesen Schock überwunden haben. Aber das ist natürlich auch eine Illusion, weil da ist noch gar nichts überwunden. Ich wollte gerade sagen, ist es überhaupt da ist noch so? Überhaupt nichts überwunden. Wir haben den ersten Teil dieser Pandemie einigermaßen abgefedert. Aber das wäre fatal, wenn wir uns jetzt in Sicherheit legen. Eigentlich, ich bin auch sehr skeptisch, ob diese Art der Öffnung und auch diese Versuche jetzt mit allen Tricks, die Läden gegeneinander und wie jetzt auch plötzlich ganze Shopping-Malls wieder geöffnet werden, weil da Läden drin sind, die dann kleiner sind als 8 und plötzlich sozusagen wir das vermeintlich das Gefühl haben, das Leben kann wieder einigermaßen so weitergehen, wie wir es vorher kannten. Ich glaube, wir müssen uns im Klaren sein, dass es erstens nie wieder so wird wie vorher. Da bin ich fest von überzeugt. Und dass wir noch sehr, sehr lange, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, in dieser Form des Social Distancing, aber auch das, das Andersleben, des runtergefahrenen Lebens lange noch leben werden. Und ich noch ein Gedanke, Maggie, weil du das sagtest, das ist nämlich so klassisch auch für eine Krise, dass man morgens aufwacht und denkt, da war doch was. Oder man wacht auf und sagt, oh Gott, also dieses... Das ist diese Phase des Realisierens. Also, dass man, wenn es einem dann gut geht und man sich gerade nicht so klein fühlt, dann gibt es den Moment, dass man das gar nicht realisiert und erstmal wieder sich bewusst machen muss, da ist ja was ganz Schlimmes passiert oder da draußen ist irgendwas, was eigentlich meine Kontinuität total unterbricht. Und wenn wir das verlieren, dieses Aufpassen auf, da ist etwas, was wirklich eine ganz beispiellose Krise ist, wenn wir das verlieren und uns in Sicherheit wiegen, die keine Sicherheit ist, dann könnten wir Gefahr laufen, dass wir in eine zweite Welle kommen und das wird dann möglicherweise nicht so glimpflich ablaufen wie jetzt. Wenn so die erste Phase ja diese Schockstarre ist, was würdest du beschreiben, in welcher Phase befinden wir uns denn jetzt, außer das, was du schon gesagt hast, in der hoffnungsfrohen Phase, jetzt haben wir doch das Schlimmere schon überlebt und jetzt kann es doch nur besser werden. Naja, die Phase ist die eigentliche Phase, die danach kommt. Kurz nach der Schockstarre ist erstmal Verleugnung. Also das ist sozusagen jetzt krisentheoretisch, ja. Also dass man es eigentlich nicht wahrhaben will. Aber das tun wir doch auch ein Stück weit, indem wir jetzt sagen, jetzt sagen wir doch einfach, unsere Kurve schaut doch jetzt schöner aus, die Zahlen belegen es ja auch. Und jetzt tun wir doch so, wie wenn wir quasi die Krise kleiner reden können. Ist das nicht eine Art von Verleugnung schon? Ja, es ist zumindest nicht das, was dann die nächste Phase ist. Also da in der sind wir, glaube ich, noch nicht. Nämlich die Integration ins eigene Leben. Ja, das ist die nächste. Also es gibt sozusagen, es gibt die Starre, dann gibt es die Verneinung, am Ende was damit zu tun hat, dass man sagt, das kann hier gar nicht passieren. So, und dann kommt, wenn man dann aber merkt, das ist, wie es ist, und das ist ja das an Krisen, da die Kritik der Krise ist das völlig egal, ob ich sie will oder nicht, sie ist da. Also Corona oder Covid-19, dieser Krankheit ist es völlig wurscht, wie wir darauf reagieren. Sie ist da und sie wird sich so ausbreiten, wie wir das zulassen. Und ob wir das dann gut oder schlecht finden oder ob wir wütend sind oder aggressiv werden oder ob wir verzweifelt sind und so, das ist so wie mit der roten Ampel, die einfach rot ist und der es auch egal ist, ob ich stehen bleibe oder rübergehe. Und dieses Annehmen dessen, das klingt ganz hart und das weiß ich auch, aber dieses Annehmen dessen, es ist, wie es ist, das ist eigentlich die entscheidende und für die Verarbeitung der Krise ganz wichtige Phase, weil ich nämlich dann es integriert habe und mir dann die Frage stellen kann, wie möchte ich damit umgehen? Wie diese Freiheit dazu? Also was mache ich damit? Wie ich das mit meinem Vater, ja, das war eine Situation, ich konnte auch gar nicht mehr nach Hamburg fahren, ich konnte mich sowieso nicht verabschieden, ja, und dann
diese, also die, als er im Sterben lag. Und dann die Tatsache, dass man eine riesen Trauerfeier plant mit 300 Gästen und ich, also wirklich, und Orchestern, die da, also Wahnsinn. Und dann heißt es nein. Das war genau in dieser Woche, wo der Lockdown kam und die Kirchen so. Und dann diese Abwehr, die ich hatte und diese Wut zu integrieren, sie vorbeiziehen zu lassen, mich hinzusetzen und zu sagen, so traurig es ist, aber es ist, wie es ist. Und ich habe nur eine Chance, indem ich mich in Beziehung dazu setze und mich frage, wie möchte ich damit umgehen? Und dieses Stück, dieses, wie möchte ich damit umgehen, das gibt es in jeder Situation. Und meine Gefühle kann ich sozusagen zulassen, ohne sie zu verstärken, ohne sie abzuschwächen. Dann gehen sie auch irgendwann, das ist mit allen Gefühlen so, Angst, Trauer, so, das geht irgendwann auch wieder weg, wenn ich es nicht verstärke oder unterdrücke. Und dann kann ich mich fragen, wie sehe ich die Situation? Und heute, in Bezug auf meinen Vater, wir werden irgendwann eine schöne Feier feiern, wenn das wieder geht, vielleicht zu seinem Geburtstag im November oder so. Und ich denke, ja, es hat nirgendwo gestanden, dass ich ein Recht darauf habe, mich so von meinem Vater zu verabschieden, wie das sozusagen wir allgemein glauben, dass das ist. Und das kann ich akzeptieren. Genau. Und dieses Akzeptieren, das wird das ganz Allerwichtigste für uns sein. Und nicht dagegen, und nicht zu sagen, kann mir doch nichts passieren, ist doch egal. Und sozusagen auch das Ego nach vorne zu stellen und nicht für die Gemeinschaft sich zu verhalten. Genau. Jetzt gibt es ja dieses ganz alte Münchner Trainermodell, sehen, verstehen, akzeptieren, ändern. Und da ist ja immer schon so, dass der Akzeptieren-Schritt ist ja der allerschwierigste, also überhaupt akzeptieren zu können. Ich glaube, gesehen haben wir ganz vieles. Wir werden überschüttet von Nachrichten, wir werden informiert, es tun sich plötzlich soziale Themen auf, Menschen helfen sich einander, manche werden auch viel egoistischer, ist mein Eindruck, aber wir sehen alle das Thema. Ich glaube, verstanden durch die vielen Infos haben es wir mittlerweile auch. Es gibt so bisweilen. Also, aber ich glaube, die große Masse hat zumindest die Chance, verstehen zu können, was ist denn jetzt flatten the curve, was meint stay at home, was meint ein Reproduktionszahl und. Also ich glaube, da kann man, wenn man das will, sich informieren. Da glaube ich, sind wir auch schon gut. Jetzt wissen wir ja, wenn akzeptieren der schwierigste Schritt ist, kannst du uns sagen, aus deiner Erfahrung, aus dem, was du in deiner ganzen Krisenarbeit gelernt hast, wie könnte denn das schnell oder am Anfang erfolgreich, fruchtbar, ich sag mal, heilen, seelenheilen, funktionieren? Was für Instrumente kennst du da, wo du sagst, dafür ist Akzeptieren leichter zu überwinden, um überhaupt dann nämlich in den vierten Schritt zu kommen, etwas ändern zu können? Weil das wissen wir auch. Wir haben oft frohen Mut, etwas zu tun und umzusetzen und dann ist halt die alte Konsequenz, die uns davon abhält. Und ich glaube, wenn wir was ändern wollen, müssen wir es erst tatsächlich akzeptieren und für uns so annehmen, dass wir sagen, ja, das darf in mein Leben. Hast du da Instrumente? Also ich das Erste ist, glaube ich, was bei mir immer hilft, ist ein schonungsloses Anschauen. Also mir ziemlich nüchtern klar zu machen, was ist jetzt gerade passiert. Und das kann ich immer besser im Laufe meines Lebens, je mehr ich meditiere. Also das ist für mich eins der Schlüsselwerkzeuge, weil es unsere Abwehrhaltung, also unser sozusagen unser Stresshirn, ja, was so evolutionshistorisch mal dafür gesorgt hat, dass wir irgendwie überleben. Und das ist ja auch das, was dann abwehrt, was dann Flucht bedeutet, was Angst auslöst und diese ganzen Geschichten. Das kriege ich mit der Meditation sehr geheilt und runtergefahren. Und darum geht es ja, dass ich dann den analytischen Teil meines Kopfes, meines Hirns einsetzen kann, um die Situation zu bewerten.
Ja, weil das Problem ist, wenn wir in diese Krisensituation oder diese Angstsituation kommen, dann verengt sich unsere Psyche. Wir kriegen den Tunnelblick und diese Fähigkeit der angemessenen Bewertung der Situation nimmt ab, automatisch. Das ist wie ein Reflex, wie ein Affekt. Und wir müssen sozusagen uns da so ein bisschen austricksen. Ja? Frankl hat gesagt, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Und das ist ein Training. Das nennt man Stresskompetenz oder Stressmanagement oder Krisenkompetenz oder wie auch immer. Oder ja, Resilienz ist noch, hat noch mehrere, komme ich gleich dazu, das hat noch mehrere Aspekte. Aber erstmal geht es darum, dass ich diese Angst und diese Ablehnung, also dass das automatisch passiert in unserem Stresssystem, dass ich das befriede und ruhig kriege. Und dafür gibt es Techniken und ich empfehle, also je intensiver man meditiert und über jeden längeren Zeitraum, wir wissen das von großen Zen-Meistern oder so, die dann in diese sogenannte grundlose Gelassenheit kommen, egal was passiert. Und das würde ich, also wer nicht heute diese Situation nimmt, um das zu lernen, der hat eine Chance verpasst. Also das würde ich wirklich jedem empfehlen. Da ist gerade eine Frage gekommen, das Thema Resilienz, kann man das überhaupt lernen? Beziehungsweise, was macht jemand, Tamara, das ist vielleicht auch ganz spannend, also ich meditiere auch mal ganz gerne, ich kenne aber auch viele, die sagen, oh Gott, das ist mir ganz fremd und das fange ich nicht jetzt an, also hast du da vielleicht einen Alternativtipp dazu, um dieses eben denkende Hirn ein Stück zurückzudrängen? Ja. Ja, also wenn, also das Einfachste ist Atmung, ja, also wirklich, aber dafür brauchen wir halt immer auch, wir brauchen die Haltung, dass wir in die Selbstreflexion gehen, also dass wir uns ein bisschen verabschieden von dem, ich bin so spontan und ich lasse alles zu und ich lasse alles raus und meine Gefühle und so, dass wir, ich nenne das auch manchmal in der Beratung, nenne ich das auch erwachsen werden. Weil das dieses Spontane, das ist ja eher, und das Spielerische und das Kreative, das ist ja auch was Kindliches, das ist auch was wahnsinnig Schönes und wir brauchen es auch. Aber das hat in solchen massiven Krisensituationen, kann uns das auch behindern, weil wir uns eben dann in diese verschiedenen Gefühle, die wir da haben, hineinsteigern, sage ich jetzt mal so. Das ist ja auch das Problem, was wir jetzt sehen mit Kindern, ja, oder mit Jugendlichen, eben mit meiner Tochter. Immer wieder appellieren an diesen eher analytischen, rationalen Teil, der ihr dabei helfen kann, damit umzugehen. Und es gibt in der Resilienzforschung ist es ja so, also man hat, ich weiß nicht, ist das jetzt interessant? Soll ich das kurz ein bisschen ausführen? Das war eine Frage, und, auf alle Fälle. Wo das herkommt, Emmy Werner, oder Werner, eine Psychologin, die hat auf einer hawaiianischen Insel in den 50er Jahren ein Metaprojekt angefangen, Forschungsprojekt interdisziplinär, auch mit Soziologen und Psychiatern und Ärzten, über Jahrgang 52, an repräsentativ ausgewählten über 600 Kindern, und zwar die in schwierigen Lebenssituationen waren. Also Misshandlung, Missbrauch, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Dieses Forscherteam hat diese, ich glaube es waren 672 Kinder, hat diese Kinder über 40 Jahre begleitet. Also von der Geburt bis zum 40. Geburtstag. Eine wahnsinnig aufwendige Studie. Und das Ergebnis war, ein Drittel der Kinder, also vielleicht noch ein Satz davor, und sie sind davon ausgegangen, so war das. Sie haben eigentlich die These aufgestellt, dass wenn man unter so schlechten Bedingungen geboren wird und heranwächst, dass man eigentlich wenig Chancen hat, stabil zu bleiben, psychisch stabil zu bleiben, auch physisch stabil zu bleiben und aus diesen Verhältnissen rauszukommen sozusagen. Und das Interessante war, am Ende der Studie hat man festgestellt, ein Drittel der Kinder hat genau das Bild abgegeben, was sie erwartet hatten, nämlich sozusagen
sind gleich abgerutscht, haben überhaupt gar keinen, haben sich überhaupt nicht fangen können, gar keinen Fuß gefasst im Leben und haben dann sozusagen die, in Anführungsstrichen, Karrieren ihrer Eltern weitergeführt. Das andere Drittel war relativ stabil bis zum Ende, also so bis 28, 29, also kurz vorm 30. Geburtstag und ist dann abgerutscht. Und das letzte Drittel, und das ist das, was dann die Resilienzforschung ausgelöst hat, das letzte Drittel dieser Kinder oder späteren Erwachsenen, die waren also psychisch und physisch komplett gesund und stabil und konnten ein glückliches, zufriedenes, auch oft erfolgreiches Leben führen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich gefragt hat, was sind diese Faktoren? Warum geht es diesen Kindern so viel besser? Und die hat man erforscht. Wenn das von Interesse ist, sind so 5, 6 ganz wichtige Faktoren. Das erste ist, dass diese Kinder sehr früh gemerkt haben, dass sie mindestens eine stabile Beziehung brauchen. Und das musste eben nicht zu den Eltern sein. Das konnte auch zu einem Arzt oder zu einem Lehrer oder zu einem Onkel oder einer Tante sein. Also eine stabile emotionale Beziehung schon im Kindes- und im Jugendalter. Dann hat man herausgefunden, dass die diese belastenden Geschichten nie als etwas Endgültiges gesehen haben. Ja, das ist so das buddhistische Mantra, dieses, es ist nicht immer so. Mhm. Also zu erkennen, es ist jetzt da, aber es wird auch irgendwann wieder anders sein. Es geht vorbei. Da waren die unheimlich gut drin. Dann haben sie sehr viel Humor gehabt. Das ist übrigens auch etwas, was wir ganz dringend brauchen, auch in Krisenzeiten, weil Humor, das ist auch das, was Frankl beschrieben hat in seiner Lehre, Humor ist etwas, was mir erlaubt, in die Distanz zu mir selber und zu der Situation zu gehen. Und wenn ich das kann, dann kann ich sozusagen wieder diesen anderen Mechanismus, nämlich dieses impulsive Affekthirn, Angsthirn, da leichter ausschalten, wenn ich die Distanz zu mir und zu der Situation kriege. Dann hatten die dieses Drittel, diese Erwachsenen später, die hatten ganz hohes Maß an Selbstreflexionsvermögen, also immer wieder auch reflektieren, wer bin ich, was bin ich, welche Werte habe ich, eine hohe Stresskompetenz und sie waren, und das ist das eins mit das Entscheidende, sie haben sich nie als Opfer gefühlt. Und diese Entscheidung, nicht Opfer zu sein, also nicht Opfer meiner Umstände, sondern immer, und jetzt komme ich aus der Motivationspsychologie, da gibt es den Begriff des handlungsorientierten Gestalters. Und dem steht gegenüber der lageorientierte Erdulder. Das sind so zwei. Und wenn ich sozusagen, es gibt ganz interessante, ich mache es jetzt kurz, aber es gibt ganz interessante Literatur von Folteropfern, von Gefangenen, die beschreiben, dass man alles mit ihnen machen konnte. Aber die letzte Freiheit, zu entscheiden, wer sie sein wollen, nämlich nicht Opfer, die kann man selber treffen. Ja. Und das hat man in der Resilienzforschung festgestellt, dass diese Haltung bei diesen die Drittel, was so gesund überlebt hat und so ein gesundes und glückliches Leben führen konnte, dass die diese Haltung verinnerlicht haben. Ich bin nicht Opfer. Ich bleibe Gestalter meiner Situation und Gestalter meines Lebens. Auch die Bewusstheit, über diese Freiheit zu behalten. Richtig. So, und wenn wir uns diese ganzen Resilienzfaktoren jetzt anschauen, da ist natürlich vieles dabei, was man auch lernen kann. Und das hat man auch festgestellt, also mittlerweile gibt es, ich weiß nicht, wie viele Bände, Meta-Literatur dazu, wie man auch, also auch für Kinder, wie man dieses Bewusstsein dafür, also meine Tochter zum Beispiel, die wird so erzogen, ja, und die sagt immer, Mami, ich weiß, ich bin selber dafür verantwortlich. Ich weiß, ich darf jetzt, ja, also die ist schon ein bisschen, kann ich auch verstehen. Also meiner Mutter, die Fini immer, kennt dich schon ein paar Jahre eben. Ja, und die ihr das sozusagen auch nicht abnimmt, dass sie, dass sie die Verantwortung abgibt. Das heißt, als Opfer gebe ich immer die Verantwortung ab. Und wenn ich die Verantwortung behalte für mich, weil ich sage, ich entscheide, wie ich damit umgehe, und ich entscheide auch, wie die anderen mit mir umgehen. Das ist das, was ich da auch in dem Vorwort geschrieben habe, was so frei macht.
Und damit können wir in Krisensituationen besser umgehen. Und wir haben immer Möglichkeiten. Wir haben immer, es gibt immer eine Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu finden in einer Situation. Auch wenn das jetzt gerade angesichts dessen, was wir hier gerade erleben, wahnsinnig schwerfällt. Aber das kann man trainieren. Ich kann es auch ganz banal machen. Nee, ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb leer. An der Stelle ist immer möglich. Also für alle, die das interessiert, eine Vertiefung zum Thema Resilienz haben wir nächsten Donnerstag als Webinar und dann später im Mai nochmal, weil das zwei unterschiedliche Damen von uns machen. Also von daher, wer da sich weiterentwickeln will, auf jeden Fall. Und das ist so ein Riesenfeld, was man immer für die Gesundung unserer Seele, es ist ein ganz wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn du jetzt, und natürlich in meinem Buch steht das alles drin. Ne? In deinem Buch steht sowieso drin. Von daher. Du hattest ja angeboten, und das ist ja ganz, ganz schön, dass du 10 signierte Bücher zur Verfügung stellst. Also ja, für alle, die Lust haben, schreibt mir einfach hinterher, wenn ihr ein Buch wollt. Und dann würde ich sagen, die ersten 10 kriegen dann gerne am genau. Buch. Oder? Genau. Sehr, ist das sehr für gerne. Dich in Ordnung, ja, Tamara? Ist absolut. Nicht, in dass Ordnung. Wir das vergessen an der Stelle. Jetzt schaue ich gerade, weil im Chat gerade nochmal eine Frage kommt. Ja, gerne. Okay. Jetzt wollen wir doch mal in die Richtung schauen, nochmal, du sagst ja, du hast schon angefangen eben zu berichten, was denn hilft. Wie kann ich denn jetzt nochmal stark in diesen Punkt kommen, das Glas Wasser ist halb voll, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichten habe, die wir alle schon gehört haben, die wir hier sind, da ist existenziell bricht gerade alles weg, ich bin vielleicht immer schon einsam oder bin gerade allein, das sind Themen. Ich habe vielleicht eine Grunderkrankung und habe Sorge, was passiert mit meinem Leben. Ich habe vielleicht einen Menschen verloren in einem Umfeld, der mir ganz nah ist oder noch ein Stück näher, jetzt wie bei dir zum Beispiel ganz in der Zeit passiert ist, ein Trauerfall. Es gibt Trennungen, es gibt diese häuslichen Gewaltfälle, die vielleicht jetzt zunehmen, wie wir ja schon in einzelnen Fällen sehen. Hier bei uns ums Eck hat sich eine Familie ausgelöscht, weil die Mutter eine Bundespolizistin sich und ihre zwei Kinder erschossen hat, wo man davon ausgeht, die hat einfach dieses ganze Maß der Krise nicht mehr ausgehalten. Wie kann uns das gelingen, dass wir das in eine wirklich positiv ist immer da schwierig, weil in so einem Fall... Ja, das will ich auch. Ja, das sind natürlich jetzt auch wirklich, also da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht alles in einen Topf schmeißen. Nein, das will ich gar nicht. Ne? Also es ist auch die Frage, wenn also ich könnte mir vorstellen, bei dieser Polizistin möglicherweise ist da auch eine Depression vorhanden gewesen. Ja, zum Beispiel. Ja, vermutet, ja, also, man auch. Deswegen, und das ist eine klinische Diagnose, also da kann ich jetzt hier tralala kommen und sagen, jetzt guck doch mal, das Glas ist doch halb voll. Also für Menschen, die in wirklich dramatischen, aber auch psychisch dramatischen Situationen sind, sind diese Tipps oder Handlungsempfehlungen oder so mit Sicherheit nicht geeignet. Also das möchte ich jetzt an der Stelle ganz deutlich sagen. Nein, es ist gut, dass du die Abgrenzung machst, ja. Ja, weil das kann fast zynisch werden, wenn ich jetzt anfange, Menschen, die wirklich da glaube ich, ist es entscheidend wichtig, sich Hilfe zu holen. Also das, und dafür gibt es professionelle Hilfe und es gibt mittlerweile ja auch viele, noch viel mehr, also ich weiß von einer Freundin, die ist jetzt in so eine Hotline eingeschaltet worden. Also da möchte ich deutlich sagen, dass das, was ich hier sage, das gilt für Menschen, die im Prinzip auch stabil sind. Also nehmen wir es mal für uns jetzt einfach an. Genau. Ja, ja, na, weil du gerade du hast gerade so einen Reigen aufgemacht. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Was hilft, ja, ist mit Sicherheit sich gut für sich sorgen. Also eine Krise ist nicht dafür da, dass ich mich selber auch noch vernachlässige. Ja, also das ist ja das, was leicht passiert. Also ich muss mir die Frage stellen, was tut mir gut und was macht mich stark? Also nicht,
nicht Dinge machen, die mich sowieso schwächen. Zum Beispiel jetzt also ganz konkret bei mir. Ich bin, dadurch, dass ich Journalistin bin, schon immer so ein News-Junkie. Ja, also ich, das ist so, das liegt sozusagen in der Natur der Sache. Was mache ich jetzt in dieser Krisensituation? Ich mache News-Detox, Corona-Detox. Das heißt, ich habe ziemlich früh gespürt und wahrgenommen, dass es eben auch diese, also das ist jetzt ganz wichtig in der Krise, dass wir uns selber spüren und wahrnehmen. Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Es tut mir nicht gut, wenn ich um 7 anfange, die Heute-Sendung zu sehen, wenn ich permanent im Netz unterwegs bin und mich sozusagen fütter mit diesen, mit diesen Nachrichten, ich sage es jetzt mal neutral. Und dann habe ich gemerkt, meine Antwort ist im Moment, ich fange wieder an, schöne Bücher zu lesen, schöne Romane zu lesen. Es klingt, ja, ich fange an, ausgiebig zu kochen, es mir besonders schön zu machen, Pausen zu machen. Alles Dinge, die ich normalerweise in dieser Form, wenn ich so meinen hektischen Alltag habe, überhaupt nicht mache. Und dieses Spüren, was wir, das Wichtigste ist, dass wir stabil und stark bleiben. Und alles, was uns schwächt, weg damit. Das klingt jetzt ein bisschen... und immer wieder Pausen, und zwar wirkliche Pausen, um in diese Fähigkeit des Reflektierens, des wirklich, des angemessen Bewerten der Situation. Also wir leben, was auch hilft, ist relativiert. Wir leben in einem Land, wo wir nicht verhungern werden. Das ist aber so, wenn wir uns, da ist es ja noch gar nicht so weit, aber in der afrikanische Kontinent, Indien, die werden, da will ich jetzt noch gar nicht schwarz malen, was da passiert. Da sind auch die größten Ängste nicht vor der Seuche, sondern die größten Ängste sind vorm Verhungern. Das heißt, akzeptieren, dass ich das, was ich will, im Moment nicht kriegen kann. Also die Frage stellt sich jetzt nicht mehr für mich, was will ich? Das ist eine ganz entscheidende Frage für den Umgang mit der Situation, sondern was brauche ich? Was brauche ich im Moment? Was braucht die Situation? Und nicht nur, was brauche ich, sondern was brauchen wir? Und dann meditieren habe ich schon... Und gleichzeitig aber auch die Freiheit zu behalten, die du vorher genannt hast, eben immer für mich das entscheiden zu dürfen, nicht getrieben zu sein, zu sagen, ich muss das jetzt machen, sondern immer als Letztes, ich darf entscheiden, dass ich jetzt eben eine Pause brauche oder dass ich jetzt ein Detox will von den ganzen News. Genau. Und was auch hilft, wenn man da nicht so geübt ist mit diesem eigenen Reflektieren, einfach mit jemandem drüber reden. Ja, also in den Dialog gehen und dann muss man halt telefonieren viel. Also was zum Beispiel bei mir auch jetzt sehr nachgelassen hat, ist mein Perfektionismus. Weil der schadet mir im Moment einfach. Und das fällt mir wahnsinnig schwer, da locker zu lassen. Aber jetzt nehme ich das als Chance, das mal in Frage zu stellen. Und das ist ja das, was Krise mit uns macht. Es wird unser Wertesystem erschüttert. Es wird total in Frage gestellt, ob das Leben, was wir gerade führen, wirklich das ist, was man führen sollte. Das ist das Wesen, das Merkmal von Krise. Und das zuzulassen und vielleicht auch mal andere Dinge auszuprobieren, die man noch nicht so gemacht hat bisher. Also diese Glaubenssätze mit dem, es muss so sein, es Ding, das und das will ich und ich muss aber im Sommer in Urlaub fahren und wieso wird mir das genommen und so. Wo steht geschrieben, dass man jeden Sommer in den Urlaub fahren kann? Steht das geschrieben? Und zumindest denken manche im Grundgesetz, jeder Mensch ist frei. So, das interpretiert und impliziert ja. Diese ganzen Dinge. Jetzt muss ich eben gucken, einmal eine Chatnachricht. Man lebt ja nicht alleine. Wie geht man damit um, wenn der Partner das so gar nicht sieht oder sehen kann? Lassen. Also ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch darüber geschrieben. Ich hatte ja einen nicht ganz einfachen Mann, der tendenziell eher zur Depression geneigt hat und den ich auch verrückt gemacht habe mit dieser Lebenshaltung. Der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, du kennst den Wert des Wehklagens nicht, weil ich gesagt habe, ich will mir das jetzt nicht schon wieder anhören. Und was ich glaube, was wirklich geholfen hat, ich habe überhaupt nicht versucht, ihn zu ändern. Also da,
Abgrenzung, aber auch wirklich Abgrenzung. Mhm. Ich habe zum Helmut oft gesagt, wenn er dann irgendwie seine Ausbrüche da gekriegt hat, ich will es nicht hören, stell dich vor den Spiegel und erzähl es deinem Spiegelbild. Und ich glaube, das darf man sich eben auch in dieser schwierigen Situation erlauben, dass man nicht vereinnahmt wird von dem anderen, der, weiß ich nicht jetzt, wie das in diesem Fall ist, von der Fragerin, aber dass man nicht vereinnahmt wird von diesem Negativen, wenn man das nicht will. Es ist wieder Entscheidung. Ich will nicht Opfer sein. Aber steht das nicht auch in dem Kontrast dazu? Also ich erlebe ganz oft, und so, ich habe auch den Eindruck gerade da draußen, dass die Menschen mehr denn je Führung wollen. Also die Masse der Menschen, also die, die jetzt auf die Straßen gehen und trotzdem anfangen zu protestieren. Also mein Eindruck, dass sowohl jetzt wie in einem Unternehmen die Mitarbeiter, auch die Menschen nach Führung streben. Also wenn man jetzt sieht, wie wir wollen doch klare Ansagen haben, dass man uns sagt, du darfst es jetzt oder du darfst es eben nicht. Wir neigen ja dazu. Ist es nicht auch so, wenn jetzt, wie die Frage jetzt in Richtung Partnerschaft oder unter Freunden oder in der Familie, dass ich mir doch schon auch wünschen würde, dass mir mein Partner die Orientierung gibt oder zumindest das teilt, was ich selbst da empfinde. Weil ich verstehe das gut, dass du sagst, abgrenzen. Ich sag, ja. Nur ich finde, in so einer Zeit, wo du nicht wirklich raus darfst und du sollst dich dann abgrenzen, wenn du so gar noch nicht die Akzeptanz hast, dass dein Partner das vielleicht so sieht. Aber es ist ja, Maggie, das ist ja im Moment eine Zeit, durch die Abgrenzung, die wir sowieso erleben, in der es mehr um unser Inneres geht. Ja, also wir können, also Menschen, die davon abhängig sind, dass sie im Außen leben, im Außen ihre Bestätigung kriegen, in der Resonanz, in dem so mit den anderen oder auch mit dem Partner, die haben es natürlich im Moment schwerer als Menschen, die aus sich selbst heraus innerlich ihren Wert empfinden oder über ihre Werte sozusagen mit sich reflektieren. Und ich kann mir durchaus die Frage, also natürlich will ich, dass mein Partner, da gibt es genau das, was du sagst, ja. Aber es geht nicht darum, was ich will. Ich kann den ja nicht an die Wand stellen und schütteln und sagen, jetzt sieh doch das Leben mal so, wie ich es. Das ist doch auch das, was wir gerade lernen. Wir lernen doch, das ist doch hochspannend, wenn man das jetzt mal als sozusagen von außen drauf guckt. Was lernen wir gerade? Wir lernen, dass es hochparadox ist. Das ist also wenn ich den Virologen frage, sagt er, mach es so. Wenn ich den Verfassungsrechtler frage, sagt er, so ist die Welt. Wenn ich den Politiker frage, dann sagt er, so ist die Welt. Wenn ich den Künstler frage, dann kommt der Datenschützer. Das heißt, das, was wir, und das ist ja das Interessante an Krise, das ist immer so in so einem Brennglas, die Dinge verdichtet. Wir müssen das aushalten, dass es keine Eindeutigkeit gibt. Und wir müssen es aushalten, dass ich vielleicht einen Partner habe oder Kinder habe oder so, der anders tickt und der das anders sehen will. Und dieses Aushalten, das fällt so wahnsinnig schwer, weil wir Eindeutigkeit wollen und wir wollen wissen, wie wir es machen sollen. Und deswegen kommen in solchen Zeiten natürlich auch diese Bedürfnisse nach, deswegen meine ich es mit dem Erwachsenwerden, das ist nämlich in Wahrheit ein kindliches Verhalten. Das machen Kinder, die sagen, ich will das jetzt aber so. Und Mami, du musst es jetzt aber so sehen wie ich. Und ich brauche jetzt den Bonbon. Und das, was ich meine, ist wirklich eine Form von Wachsen. Also das Wort Wachsen an einer Gesellschaft, also im Erwachsenwerden steckt ja auch das Wachsen drin. Und das ist vielleicht auch ein Teil Lernen, mit diesen unterschiedlichen Haaren, die sich zum Teil auch widersprechen, einfach zu leben. Und nicht dem Partner zu sagen, ja, daran kann ich auch Beziehung lernen. Jetzt, Tamara, jetzt ist gerade die Verbindung sehr, sehr unruhig geworden. Genau, deshalb hast du irgendwas so verändert jetzt gerade? Na, es ist alles gut. Im Chat steht jetzt gerade noch ein Punkt. Die Empfehlung ist also, keine Kompromisse zu machen, sondern zuzulassen, dass jeder mit seinem Weg, mit der Situation umgeht.
Naja, also Kompromisse machen müssen wir natürlich, wenn es darum geht, trinken wir Tee oder Kaffee oder was gibt es zum Essen und wenn man nicht jeden Einzelnen kochen will. Also Kompromisse sind schon auch im praktischen Alltag bestimmt richtig. Aber für die Haltung, also für die innere Haltung zu dieser Krise, würde ich sagen, müssen wir nicht unbedingt Kompromisse machen. Wenn der andere das wissen will, wie ich dazu stehe, das kann ich auch fragen. Aber jetzt zu missionieren und jemanden zu schütteln und so, jeder hat ein Recht, mit der Krise so umzugehen, wie er das will. Also darf mich natürlich nicht in meiner, also wenn jetzt in der Beziehung, mich damit ganz massiv einschränken oder anfangen. So, aber der andere hat da auch das Recht, es so zu sehen und zu machen, wie er das macht. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ausgehen. Tamara, ich würde ganz gern unsere Zuhörer mal bitten, ihre Fragen zu stellen. Ich habe versucht, schon ein paar Fragen an Tamara zu stellen, um ihr möglichst viel Input zu entlocken. Aber ihr habt alle Sprechrechte und könnt alle euer Mikro ausschalten. Und da wird sicher Tamara... Einschalten müssen Sie das, oder? Einschalten, Entschuldigung. Genau. Und da wird sicher Tamara alle Fragen beantworten, die ihr da so habt. Was habt ihr an Fragen? Jetzt sind alle gerade ganz perplex stumm. Noch und haben noch ihre Mikrofone noch auf. Caroline, genau. Ja, also erstmal vielen Dank, Tamara. Ich kann gar nicht aufhören mitzuschreiben, weil du sprichst mir so aus der Seele. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Worte. Also ich bin noch mehr ein Fan jetzt von dir. Nein, wirklich, weil ich auch tatsächlich in diesen Tagen auch so ein bisschen an meine Grenzen komme und morgen auch deswegen beim Arzt war und irgendwie echt nicht gerade auch irgendwie völlig überfordert fühle von all dem, was so von außen kommt und alles umsetzen zu müssen. Und auch der Arzt hat mir heute Morgen gesagt, machen Sie mal einen Gang langsamer und entspannen Sie sich mal ein bisschen. Das ist auch nicht immer so einfach im Alltag, wenn du all diese Sachen hast. Also auch noch, unser Sohn muss nämlich am Montag wieder in die Schule, weil er Abschluss macht. Das macht uns auch Sorgen und da gibt es auch viel zu organisieren. Plus noch an einer anderen privaten Front und so. Aber ich habe jetzt gerade so viel mitgeschrieben und ich habe das jetzt auch mal ein bisschen in den Stories gemacht, so ein paar Zitate von dir parallel. Und mir gefällt wahnsinnig gut diese grundlose Gelassenheit, die möchte ich jetzt auch ganz bald wieder haben und wieder mehr Humor, weil das ist absolut richtig. Also ich fange jetzt sofort wieder an, dein Buch zu lesen, was ich ja hier stehen habe. Also ich habe in dem Sinne gar keine Frage, sondern ich wollte mich bedanken. Also das war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Dafür bin ich auf der Welt. Ja, das meine ich ganz ernst. Das ist mein Sinn. Ja? Also so, das ist ein Teil, was mir das Leben dann auch in solchen Situationen leichter macht, wenn ich weiß, ich kann helfen. So. Genau. Und die Zen-Wissenschaft zeigt uns ja auch schon seit vielen Jahrtausenden, dass wir einen Auftrag haben auf der Welt, für den wir quasi auf der Welt sind und das Krisen... Richtig, Maggie, aber nochmal, wenn ich mich dafür entscheide. Genau, wenn ich mich dafür entscheide. Und wenn ich sage, Entschuldigung, Leute, leckt mich am Arsch, ich bin auf der Welt, weil ich einfach ein lustiges Leben haben will. Ich glaube nicht, dass man dann glücklich ist, das aber glaube ich. Ich sage, ich bin auf der Welt, ich habe mich entschieden, dass ich auf der Welt bin, um etwas Sinnvolles zu tun und nicht zu jammern. Und anderen zu helfen. Aber das ist nicht allgemeingültig. Nein, nicht. Aber es ist die große Herausforderung des jeweiligen Lebens. Den eigenen Teil, den eigenen Weg zu finden. Deiner ist sicherlich, uns dafür behilflich zu sein. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht ihren eigenen Weg finden wollen. Ja. Denen das ganz fern ist. Das sind ja die jetzt auch so schon wieder sagen, jetzt gehe ich shoppen und jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das und jetzt gehe ich Party feiern und die sozusagen ihr Ego leben und sich da nicht als Teil einer Gemeinschaft empfinden. Ja. Das muss man einfach auch so sehen. Das muss man sehen und das muss man akzeptieren, dass da nicht alle ein Interesse dran haben, die Welt auch ein Stückchen besser zu machen in ihren jeweiligen Bereichen und das zu finden. Ja. Was habt ihr denn sonst noch für Fragen? Weitere Kommentare, also die Ibo hat gerade geschrieben, sie hat sich gerade das Buch bestellt und schickt Ahoi aus Hamburg, genau. Habt ihr noch weitere Fragen?
erstmal scheint es nicht so an Fragen zu geben. Magst du uns, Tamara, noch etwas mitgeben, so als Abschluss? Mag ich euch mitgeben. Ich hatte vor zwei Tagen mit der Gisela Freisinger, die auch dabei ist, für die Manager Lounge vom Manager Magazin, auch so ein, also was wir hier gemacht haben. Und da habe ich zum Schluss ein Zitat, ein Gedicht von Rilke vorgelesen, in etwas von mir verkürzter Form. Mhm. Weil das ist eines meiner Lieblingsgedichte, schon immer, und schon seitdem ich Rilke-Fan bin, ich glaube mit 16 habe ich damit angefangen, also jetzt seit 40 Jahren. Und das ist im Moment so ein wichtiges Gedicht, weil es ist überschrieben mit Über die Geduld. Über die Geduld. Man muss den Dingen die eigene stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Man muss Geduld haben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Wie schön. Das trifft es leider sehr genau auf den Punkt. Und Geduld ist ja nicht des Menschen größte Grundgabe. Die müssen wir uns ja auch hart erarbeiten, mit viel Erfahrung paaren. Und von daher kann ich nur sagen, aus tiefstem Herzen vielen Dank dafür, dass du diese Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch sehr persönliche Erfahrungen mit uns teilst und sowieso in deinem Buch geteilt hast. Ich bin sicher, falls jetzt irgendeine Dame unseres Netzwerkes eine Frage hätte, die darf auch später an dich weitergeleitet werden. Ja, natürlich. Und ich habe ja auch eine Webseite, bin über LinkedIn. Webseite ist hinten im Impressum auch meine E-Mail-Adresse oder über LinkedIn. Immer gerne. Und ich freue mich, wie gesagt, ich habe Nachschub vom Verlag bekommen. Ich habe 10 Bücher zur Verfügung gestellt mit Widmung. Freue mich, wenn ihr... Das ist toll. Genau, schreib mir bitte ein Mail und dann werde ich Tamara quasi die ersten 10 weitergeben und dann dürft ihr euch auf ein schönes Buch von Tamara freuen. Gerade in diesen Zeiten ist Bücher lesen etwas ganz, ganz Bereicherndes für uns alle, glaube ich. Tamara, lieben Dank an dich. Ich bedanke mich auch. Sehr gefreut. Und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Jetzt erstmal online alle zusammen, aber auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder, egal auf welchen Kanälen. Lieben Dank dafür. Alles Gute für alle. Dankeschön. Gell? Ja.